Hallo und herzlich willkommen zusammen. Ein wunderschöner Tag. Die beste Laune. Jetzt mach, Junge! 10 Minuten. Ist das so schwer, Alter? Eine Einleitung zu machen, da musst du jetzt nicht 10 Mal anfangen. Mach du nur die Einleitung. Willkommen bei einem neuen Fake-Video. Lässt du mich jetzt sagen? Oder? In der Tyler Horror Show. In meinem Leben geht's mal wieder drunter und drüber, wie ihr wisst. Und es war eine sehr anstrengende Zeit. Ich habe mich um vieles gekümmert. Ich mache gerade sehr viel für mein Album. Was denn? Album. Ja? Album. 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 Ein Bonbon. Album. Ja. Digga, fuck's mir so an, Junge. Sind schon mal 1 Minute 30. Junge, jetzt lass mich! Was lässt du dich auch ablenken? Junge, weil ich weiß es nicht. Muss mal ein Anti-Stress-Training machen, ein Anti-Ablenkungstraining. Oh, echt, Digga, ich weiß. Junge, Anti-Dombifoliums-Training, Alter. Ich bin momentan viel am Vorbereiten. Junge! Ich hab's gemacht. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht mehr. Und ich muss. Ich muss. Ich weiß nicht, was ich muss. Aber ich kann nicht mehr. Momentan stehen sehr viele Vorbereitungen an, weil ich ja in circa 3 Monaten hier wegfahren werde nach Portugal. Ich mache gerade sehr viel. Ich muss mich jetzt um alles kümmern. Versicherungen etc. pp. Generell natürlich Unterkunft. Und was ich da genau machen möchte. Jedenfalls habe ich mich jetzt in den letzten Wochen hart darum bemüht, eins der größten Hürden zu bewältigen für mein Work-and-Travel-Jahr. Und zwar habe ich mir etwas Schönes gekauft, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, was ich jetzt schon komplett in mein Herz geschlossen habe. Und ich bin komplett zufrieden damit. Nein, nein. Und zwar ist es eine Schubkarre. Und zwar kann ich in dieser wunderbaren Schubkarre alles mit nach Portugal befördern, was ich brauche. War natürlich nicht ganz günstig, hat mich einiges gekostet, aber das ist es auf jeden Fall wert gewesen. Und ich würde sagen, damit ist alles erledigt, was ich brauche. Und nein, war natürlich alles mein voller Ernst. Ich habe mir einen neuen Wagen gekauft, meine Freunde. Ist tatsächlich sogar mein Erstwagen. Der erste Wagen, und ich habe direkt so einen Riesen-Oschi. Hat natürlich alles auch seine Begründung. Ich werde nach Portugal mit dem Motorrad mitnehmen. Ich muss ja auf den Hinweg dahin, muss ich auch öfter mal schlafen. Deswegen werde ich mir den schön hinten umbauen. Und da wird eine kleine Videoreihe folgen. Wie ich den umbaue, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel machen, aber so Isolierung von innen, ich baue mir da schön Motorradständer rein und alles, was ich halt noch so brauche, und schauen wir uns das schöne Ding nochmal zusammen an. Und zwar, das ist ein Citroën Jumper, die kleinste Ausführung, L1H1, 2011er Modell. Woo! God damn, baby! Woo! Gucken wir mal rein in das schöne Ding. Das hatte natürlich schon ganze 4 Vorbesitzer. Ja, wurde ordentlich durchgenommen, die Lady. Ja, jetzt hat sie den Mann ihres Lebens gefunden. Hoffe ich zumindest. Bis zum Tod gefahren. Ich wollte gerade sagen, bis ich sie so kaputt mache, dass ich sie austauschen muss. So. Gucken wir mal rein in die gute Stube. Wie gesagt, hatte schon einen Vorbesitzer. Hier sind die ganzen Regale, die sie hier reingebaut haben. Hier, das ist wahrscheinlich von Rohren, das war nämlich ein Arbeitsauto, da haben die irgendwie Rohre wohl mit transportiert. Die schöne Luke werde ich natürlich schwarz machen. Und immer wenn ich hier schönen Besuch hinten drin habe, dann werde ich die mit meinem sexy Blicken überraschen. Scheiben sind natürlich auch schon undurchsichtig gemacht worden. Na, selbstverständlich, mein Lieber. Und der wurde nicht so gekauft. Rein in die gute Stube. So, sind jetzt natürlich meine Sachen drin. Wie ihr seht, ein super Zustand. Klar, hier so ein paar Risse oder so, aber wirklich top Zustand. Habe ich einen richtigen Schnapper geschossen. Ich habe mich wirklich mega darüber gefreut, weil der Preis war optimal. Ich meine, guckt euch die Optik mal an. Da ist nichts dran an dem Wagen. 2011er Modell, 143.000 gelaufen. Also besser kann es nicht sein.
das gute Ding ein bisschen über 6 geschossen. Bin ich sehr froh drüber. Ja, und jetzt haben wir das vorhin mal schön hier hingefahren, ausprobiert. Ich habe mich direkt verliebt. Lässt sich schön richtig easy lenken. Kenne ich gar nicht so von den ganzen anderen Autos. Bin ja, wie gesagt, das ist ja mein Erstwagen. Und der lässt sich schon richtig geil lenken. Also da klemmt nichts oder sonst was. Hätte ich jetzt nicht vermutet von so einem dicken Brummer. Ich dachte, die sind etwas schwergängiger. Aber nee, alles super. Ja, und dann haben wir uns hier schön reingesetzt. Haben gedacht, ja, geiles Ding. Haben schon überlegt, so wie ich den jetzt umbaue, etc. Ja, und dann habe ich zugemacht, einen Rausgang, abgeschlossen. Ja. Abgeschlossen. Und ja. Und abgeschlossen. Und ja. Und abgeschlossen. Und ja. Und abgeschlossen. Und offen war ja dann. Richtig. Und es ist nichts passiert. Tyler hat mal wieder den Jackpot seines Lebens geangelt. Dieses wunderschöne, unabschließbare Auto. Also, um ehrlich zu sein, das überrascht mich überhaupt nicht. Es überrascht auch nicht meine Kollegen, es überrascht niemanden. Weil immer so eine Scheiße, mir passieren muss. Aber das ist okay. Heute lasse ich mich davon nicht runterziehen. Und zwar kommen wir mal rüber hier. Dann haben wir mal den Sicherungskasten hier aufgemacht und uns das Ganze mal ein bisschen genauer angeguckt. Und die guten Kollegen von vorher, die uns natürlich nichts über diese Mängel berichtet haben, weil sie natürlich keine Ahnung hatten. Ne? Fällt ja nicht auf. Ob er jetzt abgeschlossen ist oder nicht, ist ja, macht ja auch keinen Unterschied. Ne? Also das muss man natürlich auch nicht angeben. War natürlich super freundlich, ne? Wie sich so das nun mal gehört. So, super mit dem verstanden, habe mich gar nicht verarscht gefühlt, weil es ist ja kein Problem eigentlich. Ne? Und wenn man mal hier genau reinguckt, und zwar diese Sicherung 15, die gehört da eigentlich gar nicht hin. Also ich habe gar keine Ahnung von dem Gedöns, deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich meinen guten, verehrten Kollegen Don Vifolius an meiner Seite habe, der natürlich auch wie immer filmt, weil er mich so gerne hat und mich endlich aus Deutschland haben möchte, damit ich schön in Portugal bin und nie wieder in seinem Sichtfeld sein muss. Deswegen hilft er mir jetzt, dass es alles umso schneller funktioniert und da bin ich ihm wirklich sehr dankbar und freue mich dann natürlich auch umso mehr, ihn nicht mehr sehen zu müssen. Bitte helfen Sie mir! Chuck Norris isst kein Honig, er kaut Bienen. Tyler hat Angst vor Wespen. Richtig. Ich werde mich jetzt in den Baumarkt begeben. Oh. Und ich werde mich jetzt in den... Mann! Ich werde mich jetzt in den Baumarkt begeben und werde mir diese schöne kleine Sicherung kaufen und beten, dass das gute Ding dann auch richtig funktioniert. Sonst wirklich keine anderen Mängel. Wir haben alles kontrolliert, wirklich alles. Wir hatten eine riesen Liste, die wir abgearbeitet haben. Da haben wir extra einen Kollegen angerufen, der sich damit auskannte. Und haben dann jeden einzelnen Punkt abgearbeitet. Von Scheinwischer bis Radio, bis Blinker. Alles. Haben uns unter das Auto geguckt. Keilriemen, glaube ich, war das, ne? Keilriemen etc. alles angeschaut. Und es war perfekt. Und genau das haben wir uns nicht angeguckt. Aber wie gesagt, scheiß drauf. Ich werde mich darum kümmern. Ich muss ja sowieso hier alles nochmal auffrischen, damit ich auch alles auf mich anpassen kann. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mega. Was machst du da wieder, hä? Ich freue mich auf. Ich freue mich auf jeden Fall. Was machst du da, Junge? Kann ich jetzt reden? Ich werde euch natürlich jetzt die nächsten Tage, Wochen mitnehmen, wenn ich mein Auto umbaue. Du ritt doch einfach weiter. Mach ich doch! Wenn ich mein Auto umbaue. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Interesse an sowas habt und euch das gerne anschaut. Schreibt gerne mal irgendwelche Anregungen in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch irgendeine Idee, die vielleicht super hier reinpassen könnte. Junge, mich fuckt diese Wespe so nochmal ab. Also ich will auf jeden Fall den Innenraum isolieren. Dann möchte ich... wie gesagt, diese Halterung fürs Motorrad und eventuell noch ein Solarpanel oben drauf haben. Und ja, das sind jetzt erstmal fürs Erste die Sachen, die ich machen möchte. Und ja, der Rest, der wird dann dazukommen. Und falls ihr auch noch irgendwie Ideen habt oder so, was auf jeden Fall zu mir passen könnte und mir so meinen Weg ein bisschen erleichtern könnte bis nach Portugal,
dann schreibt das auf jeden Fall gerne rein. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und vielleicht wandle ich auch das ein oder andere dann in die Realität um. Wer weiß, wenn es mir wirklich was bringt. Ja, und meine Familie hat mir zum Glück so ein paar Bücher schon mal mit geschenkt. Ja, ist einmal für einen Camper, wie du deinen Wagen schon mal umbauen kannst. Ein paar Sachen erklärt, ungefähr wie teuer das sein würde, etc. pp. Auf jeden Fall sehr interessant, werde ich natürlich auch öfter mal reingucken. Dann noch einen schönen Reiseführer in Portugal mit einem Wohnmobil. Auch sehr, sehr schöne Sachen dabei. Portugal werde ich wahrscheinlich sowieso einmal ganz durchersichten, weil Portugal jetzt gar nicht mal so groß ist und man da tatsächlich wirklich auch alles sehen kann. Vor allem, wenn man dann auch ein Jahr da arbeitet. Und hier nochmal für meine Notizen im Auto von meiner Schwester. ja, ich habe richtig, richtig Bock. Und ich hoffe, ihr auch. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall zum Baumarkt bewegen, weil mein guter Kollege mich unbedingt hier weghaben möchte. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein!